Nee, Blackie ist ein Skorpion. Den muss man suchen. Der war damals relativ schwer zu finden. Ich weiß auch nicht, ob der damals mal verbuggt war oder so. Aber da hat man sich einen Teufel gesucht, sage ich mal, weil man hat ihn nicht gefunden. Und ich glaube, das läuft auch hier wieder drauf hinaus, dass man den einfach nicht findet. Moment. Blackie da. Jetzt hier lang und dann nach links. Dann könnte der eventuell hier noch sein. Ah, da ist Blackie. Guck. Da ist der Skorpion. Das ist Blackie. Und den muss man einfangen. Und der war damals halt relativ schwer zu finden. Entweder er war verbuggt, was denke ich mal eher der Fall war. Oder er war halt relativ selten da. Da geht man hin, fangt ihn ein und man hat die Quest fertig. Boah, wie lange ich damals versucht habe, dieses Vieh zu finden und dann einzufangen. Boah, das hat gedauert, sage ich euch. Ich habe die bestimmt ein halbes Jahr mit mir rumgeschleppt, die Quest, weil entweder andere den immer gefunden hatten oder er nie da war. Das war echt schlimm. Aber das ging ja doch relativ einfach. Ja, danke. So. Ja, das Gute ist, damals hatte ich dieses Add-on nicht, wo das auf der Karte angezeigt wird, wo die Viecher sind, ne? Dieses Add-on, muss ich sagen, das ist so hilfreich, wenn man questen möchte. Und da hatte ich damals nicht die Funktion und habe geguckt, wo ist er denn hier genau? Und ich habe immer hier das ganze Gebiet hier abgereist, hier unten. Und das hat natürlich immer gedauert, ne? Wahrscheinlich auch noch ein weiterer Grund, warum sich dann immer andere Blackie eingefangen haben in der Zeit. Das dauert ja ein bisschen, bis man die bereist hat. Aber das hat so lange gedauert. Gut, ich bin froh, dass wir den weg haben. Dann haben wir eine Quest mehr, die nervt, erledigt. Oh, die haben wir auch dann fertig hier. Wunderbar. Ne, der hat kein. Alter! Der hat keinen gedroppt. Okay. Genau, das Add-on ist echt Gold wert. Also finde ich, also derjenige, der das gemacht hat, echt finde ich richtig cool, weil, wie gesagt, man muss halt nicht mehr wirklich so unheimlich lange suchen und das ist schon einiges wert, ne? So, hier oben haben wir auch noch was, so wie es aussieht. Aufgegebene Urne, gegrilltes Skorpionfleisch. Ach, das ist das, was wir suchen sollen, genau, für die eine Quest hier. Ah, okay, ich dachte, wir müssten jetzt Skorpionfleisch holen und das grillen. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Nur ich würde das wahrscheinlich nicht mehr essen wollen, wenn das da die ganze Zeit gegrillt irgendwo liegt. Ich weiß ja nicht, was die damit machen. Aber naja. So, Questabgabe. Einmal bitte, danke. Und die nächste. So. Dann können wir auch gleich Blackie abgeben. Zack. Und Blackie müsste jetzt eigentlich. Nee, das war woanders. Okay. So, hier sind wir soweit durch. Da hinten haben wir noch eine Quest abzugeben. Ich reite mal auch gleich zur Obsidian-Feste, bevor wir hier weitermachen. Weil vielleicht müssten wir sonst hier ein paar Sachen doppelt killen. Und das möchte ich vermeiden. Deswegen renne ich mal zur Obsidian-Feste, sammle da alle Quests ein, die wir machen können. Und werde die dann gleich mal machen hier. Alter, schon wieder kein gegeben. Da sind ja auch noch zwei. Oh je, ich sehe es jetzt schon kommen, dass wir hier wieder überflutet werden mit Quests. Oh Gott, das war der Mimix-Plan. Der Mimix-Plan, ja. Das war, da mussten wir in die, in den Bau hier rein, wo, die Königin ist dann irgendwann mal. War das die Quest? Ah, guck mal, da geht die epische Questreihe weiter. Ich habe mich schon gewundert, wann diese epische Questreihe weitergeht, weil ich habe mir
irgendwie gedacht, das kann ja nicht alles gewesen sein, aber da geht's so weiter tatsächlich. Wir haben sie ja in Varanas abgegeben gehabt, beziehungsweise sie hat sich ja geteilt zwischen Ystra Hochland und Drachenzahngebirge. Und die eine aus dem Drachenzahngebirge haben wir abgeschlossen und die geht jetzt halt noch weiter. Ich habe mich schon gewundert. Weil normalerweise zieht die sich komplett bis hier Staubteufel Canyon erstmal durch. So epische Questreihen, die werden wir später auch noch öfter mal finden. Beziehungsweise heißen die dann nicht mehr epische. Ich weiß gar nicht, ob die epische Questreihe dann heißen. Auf jeden Fall sind das dann die Questreihen von Morrowind und dem König. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich glaube Tony, ne? Irgendwie war da was. Wenn man die einmal aus den Augen verloren hat, war es das. Die wieder zu finden, na dann good luck. Da müssen wir dann sowieso aufpassen, dass wir die nicht verlieren. Das steht nicht mehr episch, okay. Nun gut, aber da sind wir auch noch ein bisschen weit von entfernt. Das beginnt ja dann auch erst ab, ich glaube, Küste der Wehklagen oder so, ne? Nee, Quatsch. Die beginnt ab Donnerrufhügel. Küste der Wehklagen ist auch eine, glaube ich, aber das ist nicht die. Irgendwie war da was. Schon so ewig her, als ich die mal gemacht habe. Attila-Vulkan startet die. Okay, gut. Auch gut zu wissen. Ja gut, Attila-Vulkan, das dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Jetzt kommt ja erstmal hier Staubteufel Canyon dran. Und danach kommt dann Rabenfeld dran, denke ich mir mal. So. Haben wir die auch fertig. Dann holen wir uns jetzt hier erstmal ein paar Quests ab und geben auch welche ab. Und dann sehen wir weiter. Ach, guck mal, der gibt uns auch bald eine. Und irgendwo hier gibt uns auch jemand eine. Die Frage ist, wo ist er? Da, Festung in Alarmbereitschaft. Feste in Alarmbereitschaft. Was ist das denn? Ach, dann müssen wir die auch hier hinten irgendwo abgeben, ne? Genau. Ich teleportiere mich mal nicht rein. Ich gehe jetzt mal hier normal rein in Obsidian-Feste und reite mal so hier die Quests ab, die wir dann annehmen können. Ja, Ehrenpunkte haben wir noch nicht genug. Sonst hätte ich gesagt, können wir da auch gleich mal was machen. Aber egal. Ja, das weiß ich noch, Kazu, dass du dann von Attila Vulkan zu Donnerhufhügel teleportiert wirst. Das weiß ich noch. Oh, wir reiten. Nein, Crit. Obsidianfeste. Reich des Crites. Ich logge gleich mal wieder ein. Moment. Erstmal hier be. Kling. Erstmal beenden. So. Ja, ich weiß. So. Geht gleich weiter. Wenn wir gleich alle Quests abgegeben haben und angenommen haben in Obsidianfeste und da gar nichts mehr so zu machen ist, dann können wir nach draußen reiten, nehmen da nochmal auf den Weg alles an und dann können wir erstmal in Ruhe questen. Ich denke mal, das hätten wir vorher vielleicht sogar machen sollen. Ich weiß nämlich nicht, ob da, ich sag mal, Monster drankommen, die ein bisschen häufiger gekillt werden müssen. Dann könnte man sich ja ein bisschen Zeit ersparen. So, gleich geht's los. Und da bin ich wieder im Spiel.
Hallöchen, Shino Devil, Caillou Cairo. Doch, das ist Runes of Magic und dann Werbung. Ja, gut. So, wo kann ich denn die Quest annehmen, die wir hier haben? Hier hatten wir irgendwo eine Quest bei irgendwen. Bei dem hier. So, sogar zwei gleich. Ach so, Shino, sorry. So, einmal hier. Was ist Knoss? Ach so, weil die geben schon relativ viele Punkte. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Aber er gibt Sinn. Oh, hier hinten können wir dann erstmal eine Quest abgeben. Beim Peter. Ich weiß gar nicht, was für ein Dings ich da nehmen möchte. Ich glaube, ich nehme mal das Schild, weil ich könnte bald mal ein neues. Weil das Schild, was ich anhabe, vom Aussehen, der ist mir einfach zu groß geraten. Ich brauche ein paar kleinere Schilder vom Aussehen. Ja, gut, das ist ein bisschen zu klein. Ein bisschen größer geht es schon. Aber nicht so riesig wie das hier. Ja. Dann haben wir hier noch eine andere Quest hier hinten. Ja, du ist schon. Ich weiß. Nein, ich habe es nicht falsch gesagt, weil es ist doch Englisch. Es heißt Shino. Sonst hättest du es doch mit IE geschrieben, aber wahrscheinlich geht's nicht mehr. Also ging es nicht. Oder ich bin einfach zu blöd, das kann auch sein. Wie gesagt, ich bin nicht so der Beste vom Namen her. So. Wo kommen wir hier eigentlich hin? Oh Gott, nee, hier will ich gar nicht hin. Weg, weg, weg. Gut, dann haben wir die angenommen. Hier draußen können wir da noch welche. Was haben wir denn da? Hä? Warum ist denn hier die Questmarker hier drinne? Ach so. Okay, das ist nur ein Fehler. Oh, nehmen wir hier eine an. Eine Quest. Weiß nur nicht bei wem. Könnten hier alle Quests haben. Oh, ihr wahrscheinlich nicht. Ihr auch nicht. Aber du. Nee. Die, die hier rumlaufen? Ja. Vorratshändler auch sicherlich nicht. Wie sieht. Ach so, das war die, die hier rumgelaufen ist. Okay. Wow, kann ich gleich die Quest abgeben? So, dann ab mal in die Hauptteile, würde ich sagen, oder? Da haben wir dann auch nochmal zwei Quests abzugeben. Ich denke mal, wir kriegen auch gleich neue. Hallöchen. Der Orden der dunklen Glory. Als Quest bekommen. Sabotage. Auch als Quest bekommen. Ah, hier können wir sogar gleich eine abgeben. Festung in Alarmbereitschaft. Ah. So, dann haben wir das auch fertig. Oh Gott, jetzt müssen wir hier noch nach vorne auf dem Hauptplatz und da eine abgeben. Und rechts da eine abgeben. Das finde ich schön. Wieder Quest, wo man einfach nur hin und her laufen braucht.